Xperia Solar ist das vierte Smartphone, das Sony in diesem Jahr vorgestellt hat. Anders als das Xperia S, Xperia P und Xperia U gehört es nicht zu der Next-Reihe. Daher wurde es nicht auf dem Mobile World Congress 2012 vorgestellt. Werfen wir einen Blick um das Xperia Solar. Auf der vorderen Seite befindet sich ein 3,7 Zoll großes Display, das mit FWVGA 854x480 Pixel auflöst. Darunter drei elektronische Tasten. Auf der linken Seite befindet sich die An- und Aus-, Sleep- und Wake-Taste. Obere Seite klassisch 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der rechten Seite befindet sich ein bisschen mehr, eine spezielle Kamerataste, Laut- und Leisewippe sowie ein Anschluss für Micro-USB. Die letzte Seite ist die Rückseite. Hier ist die 5-Megapixel-Kamera. Trotz eines Dual-Core-Prozessors nimmt sie leider keine Videos in 1080p Full HD High Definition auf. Gleich darüber ist eine LED sowie ein zweites Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung. Ganz unten ist der Lautsprecher. Das Xperia Solar hat eine Besonderheit. Sony hat eine proprietäre Technologie eingebaut, die sich Sony Floating Touch nennt. Was das ist, zeige ich euch jetzt im Browser. Wir haben hier eine Internetseite mit einigen Links. Wenn ich jetzt mit dem Finger rüberschwebe, seht ihr, dass die Links einen Effekt annehmen, in diesem Fall werden sie unterstrichen. Das ist aber individuell. Dabei berühre ich noch nicht mal das Display. Um aber etwas zu öffnen, muss ich unverändert auf das kapazitive Display tippen. Sony wird hierfür ein SDK ausstellen, was Entwicklern die Möglichkeit bieten wird, Apps für diese Technologie zu schreiben. Das Xperia Solar wird vorerst mit Android OS 2.3 Gingerbread und der Sony eigenen Oberfläche Timescape UI ausgeliefert. Das Menü, das sich horizontal scrollen lässt, beinhaltet alle von Sony Ericsson gewohnte Applikationen. Mit an Bord ist auch NFC. Das Sony Xperia Solar wird ab dem zweiten Quartal für 349 € in den Farben Schwarz, Weiß und Rot verkauft.